Sie waren schon als Kinder weltberühmt und hatten, bevor sie in die Pubertät kamen, bereits Millionen von Dollar auf dem Konto. Doch auch wenn das vielleicht verlockend oder traumhaft klingen mag, so werden vor allem die Stars, die wir euch jetzt zeigen, beweisen, dass es wohl einer der schlimmsten Dinge ist, einem Kind seine Kindheit zu nehmen. Willkommen bei Wissenswert. Wir zeigen euch heute die traurigen, erfolglosen und auch erschreckenden Schicksale der größten Kinderdarsteller der Welt. Beginnen wir mit Jake Lloyd. Als Kind war Jake in Filmen wie Apollo 11 oder der Weihnachtskomödie Versprochen ist versprochen zu sehen und zählte damit zu den erfolgreichsten Kinderdarstellern der 90er Jahre. Doch vor allem ein Film machte Lloyd weltberühmt: Star Wars. Genauer gesagt Star Wars Episode 1, in dem Lloyd niemand geringeren als Anakin Skywalker spielt. Die Rolle machte den ohnehin schon nicht gerade unbekannten Schauspieler zu einem Weltstar. Doch so schnell der Ruhm für Lloyd kam, so schnell lernte er auch die negativen Seiten des Erfolgs kennen. Denn als Jake Lloyd nach dem Dreh zu Star Wars wieder zurück in seine Schule kam, wurde er von seinen Mitschülern immer wieder heftig gemobbt. Wie er selbst sagt, hat der Film sein Leben auch anderweitig zur Hölle gemacht. Bis zu 60 Interviews musste der damals erst 10-Jährige teilweise an nur einem einzigen Tag geben. Es wurde schließlich zu viel für ihn. Das Mobbing und der Stress um seinen Erfolg trieben Lloyd dazu, alle Dinge, die ihn an Star Wars erinnerten, zu zerstören. Er verließ auch umgehend das Filmgeschäft und lehnte viele gute Angebote ab, um sich auf seine Bildung zu konzentrieren. Bis heute hat Jake allerdings noch mit vielen Problemen zu kämpfen, die aufgrund seines gigantischen und schnellen Erfolgs entstanden. Der inzwischen 27-Jährige geriet öfters mit dem Gesetz in Konflikt. Er fuhr ohne Führerschein, widersetzte sich gegen die Behörden und lieferte sich sogar lange Verfolgungsjagden. Lloyd kam auch schon öfter hinter Gitter. Doch seine Probleme haben eine noch viel tiefere Ursache. Laut Jakes Lloyd Mutter leidet ihr Sohn an Schizophrenie. Diese treibe ihn häufig erst dazu, all diese Dinge zu unternehmen. Zu sagen, dass Star Wars daran schuld ist, dass er so wurde, wie er heute ist, ist vielleicht gar nicht so weit hergeholt, wie man denkt. Denn laut Lloyd selbst wurde seine Kindheit erst durch den Film wirklich schlimm. Kommen wir zu Shia LaBeouf. Der Amerikaner stammt aus schwierigen Verhältnissen und versuchte daher, sich schon früh von seiner Familie zu lösen. Im Alter von nur 10 Jahren trat er bereits als Stand-up-Comedian in seinem Heimatviertel in Los Angeles auf. Über Umwege gelangte er dann zur Schauspielerei und trat in mehreren Serien auf dem Disney Channel auf. In seiner Jugend spielte er dann bei großen Filmen wie I, Robot oder Dumm und Dümmer mit. Seine größte Rolle bisher war allerdings die des Sam Witwicky aus Transformers. Die Filmreihe machte den erst 19-jährigen Schauspieler zum Weltstar. Danach folgten Rollen in Wall Street oder sogar Indiana Jones. 2011 war er auf dem Höhepunkt seiner Karriere, doch dann ging es abwärts. Statt in großen, namhaften Produktionen mitzuwirken, setzte Shia LaBeouf fast nur noch auf kleine Independent-Filme. Das ist natürlich grundsätzlich keine schlechte Entscheidung, vor allem wenn es einem darum geht, anspruchsvolle Filme zu schaffen, wäre da nicht ein Problem. Viele Produktionen, in denen der Transformer-Star mitwirkte, waren heftige Flops. Zum Beispiel wurde der Film Man Down, bei dem Shia LaBeouf sogar Regie führte, in nur einem einzigen Kino gezeigt und verkaufte selbst dort nur 3 Karten. Auch Filmkritiker zerrissen das Werk heftig. Doch Shia LaBeouf hielt das aber nicht davon ab, seiner Kreativität weiter freien Lauf zu lassen. Übrigens nicht nur in Form von Filmen. Er fing an, Gedichte und Kurzgeschichten zu schreiben, begann in Musikvideos zu tanzen und machte immer wieder Schlagzeilen mit verrückten Aktionen. Einmal stülpte er sich eine Papiertüte über den Kopf, auf der stand: Ich bin nicht mehr berühmt. Ein anderes Mal stellte er sich aus Protest gegen US-Präsident Trump vor eine Überwachungskamera und wollte Menschen dazu bewegen, ihn dabei mehrere Wochen lang zu begleiten. Doch die Aktion ging schief. LaBeouf wurde sogar handgreiflich und daraufhin auch festgenommen. Übrigens nicht das einzige Mal, dass der Schauspieler in Kontakt mit der Polizei kam. Schon öfter fiel LaBeouf in den letzten Jahren damit auf, sich in der Öffentlichkeit etwas daneben zu benehmen und auch ausfällig zu werden. Auch wenn der Schauspieler inzwischen erklärte, dass er gerne wieder in großen Produktionen mitwirken wolle, hat er das bisher nicht nochmal schaffen können. Ein Promi, dem es heutzutage ähnlich geht wie Shia LaBeouf,
Duff ist Matthew Underwood, den meisten wohl auch besser bekannt als Logan Reese aus der Serie Zoey 101. Die Nickelodeon-Show machte den erst 15-jährigen Amerikaner zum Star. Er spielte an der Seite von Britney Spears Schwester Jamie Lynn eine der Hauptrollen der Serie. Doch schon kurz nach dem Ende von Zoey 101 lief es auch für Matthew Underwood nicht mehr wirklich rund. Er spielte in keinem Film und keiner Sendung mehr mit. Doch statt einer anderen Berufslaufbahn nachzugehen oder ein Studium zu beginnen, geriet Underwood, wie so viele ehemalige Kinderstars, auf die schiefe Bahn. Er wurde beispielsweise vor 7 Jahren im Alter von 22 von den Behörden festgehalten, da er im Besitz von Suchtmitteln war und diese zusammen mit einer Minderjährigen konsumiert hatte. Ein anderes Mal kam es ebenfalls dazu, dass Underwood mit auf die Polizeiwache musste, erneut wegen Suchtmittelkonsums. Um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, begann Underwood inzwischen damit, sich mit Fangrüßen etwas dazu zu verdienen. Den ehemaligen Serienstar kann man heutzutage für $50 buchen, damit er ein Video schickt, in dem er einen persönlich grüßt. Alle diese Grußvideos beginnen immer mit der gleichen Aussage. I'm Matthew Underwood and I played Logan Reese in Nickelodeon Zoey 101. Ich habe Logan Reese gespielt bei Zoey 101, erklärt Underwood jedes Mal. Doch glücklicherweise ist dies nicht sein einziges Standbein. Er versucht ebenfalls als 3D-Animator in Hollywood Fuß zu fassen. Und auch wenn seine Werke bisher noch recht einfach aussehen, so war er bereits für ein renommiertes Special Effects Studio in Los Angeles tätig. Als nächstes kommen wir zu Demi Lovato. Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin begann schon im Alter von 9 Jahren im Fernsehen aufzutreten. Damals spielte sie in der Kindersendung Barney und seine Freunde mit, später schaffte sie dann ihren großen Durchbruch mit dem Musicalfilm Camp Rock. Als sie 16 Jahre alt war, kannte schon fast jeder Teenager in den USA ihren Namen. Da vor allem aber die Musik ihre große Leidenschaft war, begann sie nach und nach immer häufiger auch als Sängerin und Songwriterin aktiv zu werden. Sie fing an, mit den Jonas Brothers auf Tour zu gehen und startete danach ihre eigene Solo-Karriere mit Megahits wie Skyscraper, Sorry Not Sorry und dem Song Solo. Doch auch wenn ihre Kindheit und Jugend für viele wohl sehr faszinierend klingt, so bekam der Sängerin der frühe Erfolg leider gar nicht gut. Schon im Alter von 18 Jahren musste sie in eine Rehabilitationsklinik. Als Gründe dafür nannte sie Stress und Überlastung. Als sie 19 war, fiel sie dann öfter mit merkwürdigem Verhalten im Backstage-Bereich ihrer Konzerte auf. Sie machte Bulimie und psychische Instabilität dafür verantwortlich, erklärte dann allerdings später, dass sie abhängig von Suchtmitteln war. Auch wenn sie auf der Bühne immer vor allem durch ihre positive Art und ihr Charisma begeisterte, sah ihre innere Gefühlswelt ganz anders aus. Sie hatte laut Freunden 2 verschiedene Gesichter, ein sehr fröhliches und ein sehr trauriges. Dieses manische Verhalten probierte sie vor allem durch Trinken oder dem Einnehmen harter Substanzen zu heilen. Doch genau das verschlimmerte ihre Situation nur. Auch wenn sie letztes Jahr einen schweren Rückfall hatte, so gab sie an, inzwischen seit einem längeren Zeitraum trocken und bei guter geistiger Gesundheit zu sein. Weiter geht's mit Angus T. Jones. Bereits im Alter von nur 6 Jahren hatte Angus T. Jones schon Rollen in Film und Fernsehen, wie in dem Drama Sympathico oder in der US-Sendung Emergency Room. Der Durchbruch gelang ihm allerdings im Alter von 10 Jahren, als er für die Rolle des Jake Harper in der Sitcom Two and a Half Men gecastet wurde. Die Sendung war ein Riesenerfolg und Angus T. Jones verbrachte somit fast seine gesamte Jugend am Set. Er wurde sogar zum bestbezahlten Kinderdarsteller der Welt, mit einer unglaublichen Gage von $300.000 pro Folge. Obwohl er durch Two and a Half Men schon in seiner Jugend zum Multimillionär wurde, begann er sich zunehmend gegen die Sendung zu wenden und sie schließlich sogar zu verlassen. Sein Sinneswandel hängt vor allem damit zusammen, dass Jones einer streng religiösen Vereinigung, der sogenannten World Harvest Church, beitrat. Diese veränderte nicht nur sein Aussehen, sondern auch sein Weltbild. In einem Interview mit einer Gemeindezeitung erklärte Jones, dass Two and a Half Men für ihn heutzutage nur noch Dreck sei. Man solle es sich auf keinen Fall ansehen, sonst träge man laut Jones ernsthafte Schäden davon. Er verließ Los Angeles daher auch schon im Alter von 19 Jahren und zog nach Colorado, wo er nun auch studiert. Von der Schauspielerei wandte sich Jones allerdings nicht ab. Er will weiterhin in Filmen auftreten. Allerdings nur, wenn es um biblische und religiöse Themen geht. Kommen wir als letztes zu Macaulay Culkin. Er war in den 90er Jahren der wohl größte und erfolgreichste Kinderdarsteller der Welt
Vor allem die Filme Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York machten ihn weltberühmt. Doch bereits zuvor trat Culkin sogar schon in Musikvideos von Michael Jackson auf oder spielte in Fernsehdramen mit. Macaulay Culkin hatte schon in seiner Teenagerzeit finanziell ausgesorgt. Doch trotz des Ruhms und Reichtums war seine Jugendzeit nicht wirklich schön. Er hatte einen strengen Vater, der ihn immer wieder dazu zwang, sich ins Rampenlicht zu begeben. Und als sich seine Eltern trennten, als Macaulay 14 Jahre alt war, fiel er laut eigener Aussage in ein dunkles Loch und beendete erstmal seine Schauspielkarriere. Erst Jahre später, als er schon über 20 war, begann er wieder damit, in Filmen mitzuwirken. Doch statt großen Hollywood-Produktionen war Culkin nur noch in kleinen Independent-Filmen zu sehen. Wie er selbst sagt, leidet Culkin auch heute noch etwas unter seinem kindlichen Aussehen, das dazu führt, dass er immer noch fast täglich von Menschen erkannt wird. Und das, obwohl er eigentlich schon seit langem nicht mehr in großen Filmen mitwirkte. Culkin versuchte daher, sich immer wieder optisch zu verändern und hatte so beispielsweise auch mal lange offene Haare. Vor einigen Jahren sorgten die Bilder allerdings für Sorge unter seinen Fans, da er unterernährt und kränklich wirkte. Vorwürfe, dass dies mit illegalen Substanzen zu tun hätte, wies er konsequent ab. Und heute sieht Macaulay Culkin auch wieder deutlich frischer aus. Das war's auch schon mit unserem Video. Na, welche dieser Kinderstars kennt ihr denn noch von früher? Und was denkt ihr über ihre Verwandlungen? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Das war's jetzt auch schon mit Wissenswert. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut!